Servus und hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin und einem Special. Ein Special, das ich schon öfters angekündigt habe in meinen vorhergegangenen Episoden. Und jetzt ist es soweit. Jetzt werden wir uns das ganz kurz einmal anschauen. Bevor wir das allerdings machen, ganz schnell Werbeeinschaltung. Da vorne auf meinem Tisch steht mein Buch. 55 Filme, die du sehen musst von 2010 bis 2019. Wer das von euch noch nicht gelesen hat, noch nicht sein eigen nennt, schreibt es mir kurze Nachricht auf Facebook oder es ist auch auf Amazon erhältlich. Würde mich sehr freuen und kleine Vorschau, wird bereits im zweiten Teil gearbeitet. Also, wir schauen uns heute in diesem Special an 12 Filme, in denen die FSK offensichtlich gewürfelt hat. Das habe ich schon einmal angekündigt vor einiger Zeit. FSK, freiwillige Selbstkontrolle, Jugendschutz und so, relativ großes Thema. Wie das genau funktioniert, dazu gibt es im Internet genügend Videos auf YouTube, die man sich anschauen kann, wo man ein bisschen diesen Freigabeprozess besser nachvollziehen kann und sich einmal ganz genau anschauen kann, wie denn so eine Freigabe für einen Film generell zustande kommt, wer da beteiligt ist an der ganzen Geschichte. Kleiner Spoiler, ist nicht irgendeine Regierung oder so, die das macht, sondern das sind schon Menschen aus verschiedenen Behörden, Kirchen, die da mit diskutieren. Und ja, ein Teil dieses Prozesses ist natürlich, dass man sich diese Filme ansieht. Und die Filme sieht man jetzt nicht so an sich. Also deswegen ist ja dieser ganze Freigabeprozess im Grunde in der Kritik, weil man sich ja die Filme nicht nur einfach anschaut, damit man sich die dann anschaut und dann in Ruhe darüber diskutiert und da ein Urteil fällt, sondern ist so, dass an einem Tag da bis zu 5 Filme angeschaut werden und jeder, der schon einmal mehr wie 2 Filme hintereinander angeschaut hat, weiß ja, dass spätestens beim dritten Film dann irgendwann die Konzentration, sagen wir, ein bisschen runterfährt, außer man macht dann wirklich einen Marathon zu zusammenhängenden Filmen oder so. Also da stellt sich dann mir immer die Frage, ob man gegen Ende eines solchen Tages noch immer objektiv darüber sprechen kann oder ob sich das dann irgendwann erledigt. Und jetzt habe ich mir da mal im Internet 12 Fälle rausgesucht bzw. recherchiert, wo ich selber sage, weiß nicht, wie man auf sowas kommt. Dazu ganz kurz vorausgeschickt, Netflix Filme habe ich jetzt mal raus und vorgelassen, liegt nämlich daran, dass die FSK für Netflix nicht gilt. Netflix hat keine FSK-Freigaben für ihre Filme auf der Plattform, sondern die prüfen grundsätzlich selber. Da sieht man dann so 13 plus und 18 plus und so. Die prüfen selber, da gibt es einen Beauftragten, einen Jugendschutzbeauftragten, der das dann freigibt und sie verpflichten sich, gewisse Inhalte für ob eine gewisse Altersgruppe durch eine Schranke nicht für alle zugänglich zu machen. Das ist dann der bekannte PIN-Code, den man da eintippen muss oder Jugendschutzgeschichten einfach bestätigen lassen muss. So, das ganz kurz vorhergestellt und wir starten gleich rein mit Nummer 1 und zwar den Film, der so ja, in der öffentlichen Diskussion so stellvertretend steht für die FSK und ihre Probleme, nämlich Kein Ohrhasen. Kein Ohrhasen wurde original ab 6 Jahren freigegeben damals. Und da habe ich wirklich, was ich sonst nämlich nicht gemacht habe, deswegen habe ich heute dann einen Zettel in der Hand. Erstens, damit ich alle 12 Filme noch im Hinterkopf habe. Und zweitens, weil ich gerade zu Kein Ohrhasen da ein paar Sachen rausgeschrieben habe. Zum Thema Freigabebescheinigung. Es gibt ja, jeder Film bekommt dann von der FSK so das Urteil in schriftlicher Form, beziehungsweise eben der Verleih. Und da steht dann genau drin, warum dieser und jener Film genau diese und jene Freigabe bekommen hat. Und da steht in der FSK-Freigabebegründung: Als Orientierungsfiguren gerade für jüngere Zuschauer bieten sich die beiden Kindergärtnerinnen an, die während des ganzen Films liebevoll und entschlossen mit den Kids im Kindergarten und Hort leben. Und im Fokus der Aufmerksamkeit von zusehenden Kindern dürften vornehmlich die Kindergartenkids stehen, die gut gelaunt, selbstbewusst und stark in ihrer überzeugend kindgerecht gestalteten Spielewelt leben. In Sonnenlicht getaucht und mit aufwendig fantasievoll gestalteter Ausstattung wird diese mit Respekt dargestellte Welt der Kinder inszeniert, was für jüngere Zuschauer ein schönes Seherlebnis darstellen dürfte. Also auf gut Deutsch, das schaut alles schön aus, hat einen Filter drüber, hat ein paar nette Songs, Kinder fühlen sich wohl und alle 6 Referenzen sind wurscht für Kinder. Dazu sagt der Film dann, inhaltlich transportiert die Komödie auch für Kinder verständlicher und nachvollziehbarerweise das Thema wahre Liebe und grenzt dies deutlich zu groben, rüden, unpersönlichen und auf Sexualität reduzierten Beziehungen ab. Ja,
Dazu gehört dann auch sicher genau zu diskutieren, wie genau Oralverkehr an Frauen durchzuführen ist. Das war ja damals ein Riesen, hat ja einen Riesenwirbel verursacht, weil eben dieser Film aufgrund dieser typischen Schweiger-Ästhetik ab 6 Jahren freigegeben worden ist und dann einige Familien den Film daheim angeschaut haben. Und nach so der ein oder anderen Szene hat es ja dann richtige Wutbriefe gegeben an die FSK, worauf man diesen Film dann in der Zweitauswertung auf DVD auf 12 aufgestuft hat. Vollkommen zu Recht, wie ich finde. Keiner Hasen ist nix für Kinder an der Stelle. So, das ist Nummer 1, wo die FSK offensichtlich gewürfelt hat, weil anders lässt sich das für mich nicht erklären. Oder es ist da irgendwas gelaufen, keine Ahnung. Aber das kann ich wohl sehr schwer nachvollziehen, wenn man nämlich gerade schaut, wie brüde die FSK sonst mit Sexualität umgeht. Ist es durchaus sehr verwunderlich, dass gerade dieser Keinohrhasen ab 6 Jahren durchgewinkt wurde damals. Als Nummer 2, zweiten Film, habe ich dann an, wo der ein oder andere jetzt Stirn runzeln wird, wo ich aber fest dahinter stehe, und zwar der Herr der Ringe, Die Gefährten, Teil 1 dieser wunderbaren Trilogie, dieser, Spoiler an der Stelle, einer meiner absoluten Lieblingsfilme bzw. Filmtrilogien generell. Ich finde, jede Diskussion über die besten Filme aller Zeiten ohne der Herr der Ringe ist nicht zulässig. Wir sprechen jetzt einmal kurz über den ersten Teil, und zwar Die Gefährten, der in der Kinofassung ab 12 Jahren freigegeben wurde. Und dazu, zu der Freigabe ab 12, muss man sagen, das deutsche Jugendschutzgesetz bzw. eben die Instanzen sieht oder sehen vor, dass Filme ab 12 Jahren grundsätzlich auch von Kindern ab 6 Jahren in Begleitung der Eltern besucht werden dürfen. Das gilt für 12 Filme ab 12, und da muss ich sagen, der Herr der Ringe, die Gefährten, ja, es ist ein Fantasy-Film. Ja, das kann man schon abgrenzen. Ich bin schon dabei. Trotzdem gibt es da meiner Meinung nach, ich nehme Film vor allem zwei Szenen, wo ich echt sage, ich weiß nicht, ob das was für Kinder ist. Nummer 1, die Geburt des Uruk-hai Lurts in diesem Schlammbad, beziehungsweise die Folterung, die da durchgeführt wird, die ist dann doch sehr eindeutig, worum es da jetzt geht. Und die zweite Sache ist, der verliert auch sehr spektakulär seinen Kopf. Und ich kann mich da schon gut erinnern, wie ich diesen Film im Kino gesehen habe. Ich war da genau in diesem Alter, 12 nämlich. Und also das hat mich dann schon sehr gewundert, dass man das so grafisch sieht. Ja, das würde ich dann schon sagen, ist ab 12 vielleicht doch ein bisschen. Die Extended hat den 16er. Das kommt meiner Meinung nach auch besser hin, weil ich auch glaube, dass gerade ab 16, da hat man dann auch Gespür für das Material. Und da möchte ich auch gleich dazu sagen, ich bin jetzt keiner, der sagt, alle Filme, die gewollt haben, können da, gell? Also Altersbeschränkung ist generell ein Thema, wo ich ganz auf einen anderen Dampfer daherkomme, weil ich selber in meiner Kindheit sicher einige Filme viel zu früh gesehen habe. Ganz sicher, nur bei mir kommt dann dazu, ich habe die Filme nie allein geschaut. Großer Shoutout an der Stelle an meine Eltern, die immer sehr bemüht darum waren, sämtliche Filme, die wir daheim geschaut haben, mit uns zu schauen. Auch wenn die vielleicht altersmäßig nicht ganz mehr zu mir gepasst haben oder noch zu mir gepasst haben, aber wir haben dann nach dem Film immer fest darüber diskutiert und uns das dann einfach nur einmal angeschaut. Und so, glaube ich, hat es dann wirklich einen Sinn. Das würde ich mir auch wünschen, dass das öfter passiert in vielen Familien, dass da eben Sachen, dass das Filme schauen mehr gemeinsam zelebriert wird. Weil ich glaube, da haben dann die Kinder mehr davon. So, Film Nummer 3. Die Passion Christi. Ist eine Geschichte, ja, innerhalb der FSK, wenn man sich diese Freigabegespräche so ein bisschen oder die Protokolle ein bisschen durchschaut und Interviews liest, was ich in meinem Fall getan habe, hat da ein FSK-Mitglied, also ein Mitglied dieser Prüfkommission, gesagt, dass ja nach jedem Film so circa 20 bis 25 Minuten darüber diskutiert wird, welche Freigabe dieser Film zu bekommen hat. Und er hat gesagt, das war im Fall von Passion Christi, kann er sich sehr gut erinnern, dass diese Diskussion über 2 Stunden lang gedauert hat, weil man sich da absolut nicht einig wurde. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann es nicht nachvollziehen. Warum ist der Film ab 16? Der Film ist ab 18er. Punkt aus, fertig. An der Stelle gibt es für mich keine Diskussion. Wenn man sich nämlich, und das muss man sich einfach im Kontext anschauen, Filme anschaut, die wirklich ab 18 sind, beziehungsweise sogar noch immer am Index stehen, warum die Passion Christi ab 16 Jahren freigegeben ist, wo man in Großaufnahme
Folterungen sieht, 20-minütige Geiselungssequenz mit Widerhaken, dazu Kreuzigung in Slow Motion, also wirklich in absoluten Details, wie die Nägel da durchgehen. Da muss ich ehrlich sagen, mir fehlt das Verständnis, warum man dann auf der anderen Seite noch immer hergeht und sagt, der Film ist indiziert, obwohl er unter heutigen Gesichtspunkten, also come on, gell? Da muss man dann wirklich sagen, das passt nicht zusammen. Und da muss man sagen, wenn schon, dann den schon und dann gehört die Passion Christi ab 18 Jahren freigegeben, meiner Meinung nach. Das hat nichts mit einem jugendfreundlichen Film zu tun, an der Stelle. Ist es nicht. Flucht der Karibik 3 steht als Nummer 4 auf meiner Liste. Da habe ich den Dreier vor allem aufgrund der Anfangssequenz rausgenommen, die Galgenszene. Und da kommt eigentlich das Gleiche ins Spiel, was ich schon vorher zum Thema ab 12 Jahren ins Kino gehen, mit ab 6 mit Eltern und so. Also ich weiß doch von einigen meiner Bekannten, die den Film als Kind damals im Kino mit den Eltern gesehen haben und wirklich, wirklich traumatisiert waren. Das muss man immer wissen, wenn man seine Filme so freigibt, ab 12 Jahren, heißt halt mit Eltern ab 6, dann gehört das reformiert. Vielleicht wird es ab 12 Jahren grundsätzlich stimmen, das möchte ich dem Film gar nicht in Abrede stellen, aber nachdem das da dazugehört, muss ich es mitnehmen und da muss ich dann sagen, Flucht der Karibik 3 ist ab 12 falsch aufgehoben. Das wäre dann vielleicht woanders besser. Nummer 5 auf dieser Liste ist auch was aus persönlicher Geschichte und zwar ist es erstens einmal eine der Lieblingsreihen von meiner lieben Frau Renate und zweitens hat die Renate auch vor einiger Zeit in der Nachmittagsbetreuung mal gearbeitet und hat dann gemeint, gegen Schulende könnte man sich mal so einen Film anschauen und hat dann fürchterliche Probleme gekriegt. Und es geht um Harry Potter und die Kammer des Schreckens, der in der Kinofassung ab 6 Jahren freigegeben ist, wo ich heute noch sage, what the fuck, FSK. FSK 6 für Harry Potter und die Kammer des Schreckens ist nämlich tatsächlich bis heute so. Also das ist nicht korrigiert. Liegt wahrscheinlich daran, dass der erste Teil schon durch Intervention vom Filmstudio ab 6 Jahren freigegeben wurde. Den wollten sie nämlich eigentlich ab 12 freigeben. Erst durch Intervention vom Filmverleih und Ding hat man sich dann doch durchgerungen, den ab 6 freizugeben und dann hat man eben den zweiten Teil, weil man eben wollte, dass alle Leute, die den ersten Teil gesehen haben, sollten doch den zweiten Teil auch noch irgendwie, ja, und dann hat man sich halt da durchgerungen, dass man diesen Film doch ab 6 Jahren freigibt. Nur, meine Lieben, ab 6 ist da gar nichts zum Freigeben. Ganz ehrlich, es gibt die Basiliska-Szene, also der kriegt das Auge ausgestochen. Generell die ganze Atmosphäre, Überfälle auf Kinder werden da versteinert, kämpfen im Grunde mit dem Tod, Kotzen werden versteinert, es ist grundsätzlich äußerst unheilvolle Atmosphäre. Ich weiß nicht, warum der ab 6 Jahren freigegeben worden ist. Das muss ein Würfelei gewesen sein, weil sonst lässt sich das absolut nicht erklären. Das ist ein 12er. Wie er im Buch steht, jetzt kommen wir da wieder in die gleiche Diskussion. Ja, das heißt ja, Sex mit Eltern, ja schon klar, aber dann kann man sich ja aussuchen, was man macht. Ja? Also da muss ich ehrlich sagen, ist ein bisschen sehr seltsam. Nummer 6 auf meiner Liste, Event Horizon. Ein Weltklasse-Film an der Stelle. Wirklich super. Der ist in Österreich, beziehungsweise Deutschland und Österreich, ab 16 Jahren freigegeben. Und ich frage mich bis heute, warum das so ist. Event Horizon ist nämlich für mich ein ganz klarer 18er. Wenn man hergeht und sagt, man nimmt den unter die gleichen Maßstäbe, wie man das beispielsweise beim Hellraiser gemacht hat. Hellraiser war bis vor einigen Jahren indiziert, also verboten. Ja, den hat man nur unter der Ladentheke erwerben können. Der hat wirklich größte Probleme gehabt, was Jugendgefährdung angeht. Und Event Horizon gibt man dann ab 16 Jahre frei. Das macht irgendwie ein bisschen wenig Sinn noch dazu, wo teilweise thematisch das irgendwie zusammenpasst. Und die Bilder, die da teilweise gezeigt werden. Also, gell? Und so. Das ist schon... Puh. Also, ich meine, wie gesagt, gell? Da, aber gleiche Maßstäbe für alle Filme an der Stelle. Event Horizon gehört für mich ab 18 Jahren frei. So. So, und dann haben wir jetzt noch einen, den ich für viel zu hoch bewertet gilt, heute sogar.
Nämlich auf Platz Nummer 7, Nicht auflegen. Nicht auflegen ist ein Film von Joel Schumacher. Da geht es um einen Mann, der in eine Telefonzelle kommt, dort einen Anruf entgegennimmt, beziehungsweise zuerst einen Anruf tätigt und dann einen Anruf entgegennimmt und von diesem Anrufer terrorisiert wird. Also da, es ist eigentlich ein Kammerspiel in einer Telefonzelle, wo es, ich möchte nicht spoilern für alle, die den noch nicht gesehen haben, auf jeden Fall ein großer, großer Tipp, ein toller Film und Nicht auflegen ist ab 16 Jahren freigegeben. Und ich kann mir das eigentlich nur durch zwei Sachen erklären. Nummer eins, die Szene, wo man dann erfährt, wer bzw. was da dahinter steckt. Ja, okay. Und die zweite Sache ist vielleicht die Message. Die Message der ganzen Geschichte. Also auch das Ende irgendwo, wo ich dann aber auch sage, ich weiß nicht, ob 16 ist mir das ein bisschen zu hoch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß nicht. Vielleicht muss ich ihn auch noch einmal sehen, vielleicht vergesse ich jetzt da eine Key-Szene, die den 16er rechtfertigt. Trotzdem muss ich sagen, für mich persönlich Nicht auflegen ist ab 16 um eine Altersfreigabe an der Stelle zu hoch. Das wäre ab 12 für mich vollkommen okay. Und dann haben wir auf Nummer 8 einen Film, den ich vor kurzem auf diesem Kanal in absoluter Deutlichkeit besprochen habe, im Zuge einer Review, nämlich Das Haus der geheimnisvollen Uhren. Der ist bei uns ab 6 Jahren freigegeben, ist ein Film von Eli Roth. Und ist so der Versuch von Eli Roth, einen Kinderhorrorfilm zu machen. Ab 6 hat der, ist viel zu niedrig. Also der gehört ab 12. Liegt meiner Meinung nach an zwei klassischen Elementen. Ich meine, die Geschichte selber ist kindgerecht. Das ist okay. Das stimmt. Trotzdem, wenn man sich allein die Szene mit den Kürbissen im Garten anschaut. Ja, es sind Kürbisse. Aber da wird dann schon eindeutig, worum es da eigentlich geht. Gell? Oder was da eigentlich referenziert wird. Dementsprechend würde sich... Und dann zweitens die Szene, wo der Jack Black dann auf einem Babykörper sich befindet mit seinem Kopf, CGI-mäßig. Und das ist doch sehr, sehr verstörend. Generell die ganze Atmosphäre im Film, finde ich, rechtfertigt keine Freigabe ab 6 Jahren. Wenn schon, dann macht es ab 12 und dann passt es. Nummer 9, ein Film, der ab 0 Jahren freigegeben ist, was ich für einen absoluten Wahnsinn halte, nämlich Sumania. Sumania ist ab 0 freigegeben, ja, Kinder sehen vielleicht nur die Judy Hopps und das ist alles ganz nett und quietschbunt und lieb und trotzdem gibt es diese Szene im Zwinger, wo man dann sieht, was mit den Raubtieren passiert und wie die sich so verhalten und so. Und wenn man sich so einmal die Kriterien anschaut, wie gewisse Altersfreigaben zustande kommen, und auf das beziehe ich mich da, muss man sagen, ich weiß nicht, wie man das rechtfertigen kann, dass der Film noch nicht 0 gehört. Weiß ich nicht, der gehört ab 6. Dann machen wir gleich weiter mit Nummer 10. Ihr seht, das wird jetzt nicht lang, das ist also ein typisches kleines Special-Video, aber ich habe einfach mal ein paar Filme rausgesucht. Nummer 10, 127 Hours, ist ab 12 freigegeben bei uns. Ich verstehe warum und ich finde den Film auch cool. Das hat nichts mit der Qualität von Filmen zu tun an der Stelle. Ich möchte nur einfach einmal drüber sprechen, wenn man eben gewisse Ideen hat, wie Filme zum Freigeben sind und zieht das konsequent durch. 127 Hours ist ab 12 freigeben und 16, fertig. Da wird in great detail gezeigt, wie ein Arm abgetrennt wird. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass das irgendwie... zur Geschichte kehrt oder so, Comic Relief oder so, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Das ist eine fürchterlich grausige, elendiglich lange Szene, wo ich mir gut vorstellen kann, wenn ich 12 bin, ich möchte das nicht sehen. In der Ding ist, also weiß ich nicht. Dann Nummer 11, haben wir gleich zwei Filme, aber ich nehme sie zusammen unter einem, nämlich James Bond und Daniel Craig, also alle Daniel Craig, James Bond, die sind ja grundsätzlich sehr realistisch. Angesiedelt, sehr dunkel, sehr gritty und da gibt es eben den Kickoff, Casino Royale und auch Spectre, wo ich sage, jeder dieser Filme hat zumindest eine Szene drinnen, wo ich mich wundere, dass der Film ab 12 Jahren freigegeben wurde. Im Fall von Casino Royale ist es natürlich diese Folter-Szene, ja, die vor allem für alle Männer ganz, ganz grausig ist und im Fall von Spectre ist es das Auftreten des wortlosen Henchmen, das erste Auftreten mit Augen und so, wo ich normal bei jedem anderen Film ist Augeneindrücken, ist eigentlich sofort der 16er. Das ist eine dieser wenigen Aktionen, wenn der in einem Film passiert.
dann ist es meistens, also in 99% der Fälle steht da dann die 16er-Plakette da. Dann hat der Film die blaue Plakette, nicht im Fall von Spectre, der und auch Casino Royale sind beide ab 12 Jahren freigegeben. Und ja, ist sehr interessant an der Stelle. Oder vertue ich mir jetzt? Also wenn Spectre jetzt ab 16, dann ziehe ich das natürlich zurück. Ich weiß es nämlich tatsächlich nicht. Ich habe es leider Gottes tatsächlich nicht recherchiert. Aber für Casino Royale ist es auf jeden Fall so, der ist ab 12 und weiß ich nicht. Also das wundert mich sehr. Wundert mich sehr. Und das letzte Film, bevor wir das Ganze beenden, möchte ich 12 Years a Slave thematisieren. 12 Years a Slave ist auch bei uns ab 12 Jahren freigegeben. Und da muss ich an der Stelle wirklich einmal ganz kurz in die FSK rund fragen, ob da überhaupt einmal der Film geschaut wurde. Weil ich sage nur Szene über Seife und generell alles, was da so an Misshandlungen und Vergewaltigungen passiert in dem Film, muss ich ehrlich sagen, hat mit einer 12-Jahre-Freigabe relativ wenig zu tun. Gell? Da geht es schon ans Eingemachte. Das ist heavy und da muss man wirklich sagen, das ist kein 12er-Film. Bei aller Feindschaft aber und so gut der Film ist, aber das, da muss man dann einfach realistisch bleiben, das ist kein 12er. Das ist, wie gesagt, alles unter diesen Kriterien. Jetzt könnte man natürlich meinen, wenn man sich dieses kurze Special von mir anschaut, dass ich jetzt da Verfechter bin von alle Filme kehren höher bewertet und Freigabe und so. Das stimmt absolut nicht. Das möchte ich an der Stelle sagen. Noch einmal, ich bin auch selber ein Mensch, der viele Filme viel zu früh gesehen hat und bin froh, dass es so ist, weil ich durch sehr viele Filme erst zu meinem Interesse Film gekommen bin. Das muss ich einfach, aber es kommt immer halt auf die Art und Weise drauf an, glaube ich, wie man sich diese Filme anschaut, in welcher Begleitung man sich das anschaut und inwiefern man sich dann auch damit auseinandersetzt. Ist das ein Film, ist das real und so weiter und so fort. Generell bin ich aber der Meinung, dass Freigabe ein sehr schwieriges Kapitel ist, wo es einfach viel mehr Transparenz braucht. Es wird ja anscheinend schon novelliert, dass eben die Filmverleiher das selber einstufen sollen und das quasi dann nur mehr geprüft wird, damit eben so eine Dinge dann eben nicht mehr passieren. Trotzdem, naja, es ist ein erster Schritt und man ist da immer ein bisschen so an der Grenze, wann hört Jugendschutz auf und wann fängt Zensur an, das ist mir schon klar. Und trotzdem möchte ich sagen, FSK ist natürlich, das muss man immer ganz fest betonen, keine Empfehlung. Das ist schon grundsätzlich irgendwo durchgedacht. Trotzdem möchte ich euch einfach ermutigen, verlasst euch nicht immer auf die FSK. Die FSK ist ein nettes Instrument, wo man sich ein bisschen orientieren kann, aber bitte nicht verlassen drauf. Das ist einfach aufgrund dessen, dass da Menschen auch mitreden aus Gründen, die sich oft einmal transparenzmäßig nicht so ganz erschließen. Man muss nur schauen, wer da drinnen sitzt. Es sitzen da auch Vertreter der Kirche drin. Und dass die Kirche andere Ideale hat wie andere Menschen oder andere Vereinigungen, sein, das ist auch mal klar. Ja? Da schaut man dann auf gewisse Dinge vielleicht ein bisschen strenger drauf. Gell? Also da muss man sich dann schon ein bisschen damit anständig auseinandersetzen, wie kommt sowas zustande? Wo sind da die einzelnen Interessen der Menschen, die da drinnen sitzen in diesen Gremien? Und gell, nicht immer so verlassen auf die FSK und auch nicht bitte die Filme davon abhängig machen, welche Altersfreigabe ein Film hat. Das ist nicht immer so bindend, vor allem, ja, weil es eben bei uns in Österreich diese typischen Zwischenstufen in der Altersfreigabe halt nicht so gibt. Es ist 0, 6, 12, 16, 18. In Österreich wird dann in die Kinos oft einmal noch 14 verwendet, was ich generell okay finde, weil das sind halt genau die Zwischenpartien, Flucht der Karibik 3 und so Sachen. Das wären genauso die Zwischenpartien, wo man dann sagt, da kehrt das dann eher hin, aber bitte, man braucht nicht mehr, noch mehr Stufen, ein bisschen in die Eigenverantwortlichkeit geben, das Ganze ein Vorschlag und eine Idee und eine Richtlinie, grundsätzlich eine Leitlinie geben, ist wunderbar. Trotzdem, bitte selber schlau machen, selber anschauen, selber bewerten und dann funktioniert das ganz wunderbar. An der Stelle darf ich mich ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und ciao.